Nächster Halt, Stadtgrenze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Muggenhof. Ausstieg in Fahrtrichtung. Er sagte zu ihnen: Geht auch hier in meinem Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der gute Herr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal ging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag und geht ihr herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeboten. Da sagte er zu ihnen: Geht auch hier in mein Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Nächsten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeboten hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an die Reiche waren, glaubten sie, mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den guten Herrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir alle haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einen von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten eben so viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen beauty bin? So werden die Letzten die Ersten sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dass sie sich nicht mit faulen Kompromissen begnügen,
Christus, erhöre uns. Christus, für alle, die für ihren Glauben und ihr Leben einsetzen, dass sie sich am Vorbild Jesu orientieren. Christus, höre uns. Christus, für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass sie klar und eindeutig christliche Werte zum Tragen bringen. Christus, höre uns. Christus, für unsere Verstorbenen, besonders solche, die uns ein Vorbild waren, dass sie das ewige Licht schauen. Christus, höre uns. Christus, du, Herr, schenkst einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir danken dir dafür und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wer von diesem Brot ist, wird in Ewigkeit leben.